Having the privilege of being surrounded by so many design stories every day, there is much more behind the term German design than just form and function. German design is not just an aesthetic. It's actually a process, a way of doing things, an approach to solving problems, an approach to making types of products that solve a problem in a certain way. Es geht wirklich um die Qualität der Produkte, es geht um Schnitte, es geht um Materialien. Hat eine große Verantwortung wirklich im Hinblick auf Produktion, Produktionsstätte, Materialauswahl und Sourcing des Materials bis hin zu Überlegungen, kann ich das Produkt reparieren, wie kann ich es recyceln. What's driving us is our curiosity. We are neugierig. We always want to expand and we always want to explore new fields. I'm looking forward to new dialogues about new topics. Look into the future, see what's happening around you. From material innovation to innovation in a social design context. Dieses ständige Hinterfragen, ist es wirklich so oder kann man das nicht noch mal kritisch hinterfragen? Müssen wir alles immer so als gegeben annehmen oder dürfen wir auch irgendwie eigene Wege finden dafür? It comes on its own, it's a process that just never stops. Designpreise, gerade wenn sie so strukturiert sind wie jetzt der Remova-Designpreis, können da schon bei helfen, weil sie so einen Inkubator eben bilden, wo man für eine gewisse Zeit lang vielleicht unter anderen Voraussetzungen gestaltet werden kann als zum Beispiel am freien Markt. Eine Plattform, eine Bühne, eine Sichtbarkeit für junge deutsche Designer, Gestalter, ihre Antworten zu präsentieren, ihre Visionen zu zeigen und neue Denkanstöße zu setzen.